Jo, Leute, herzlich willkommen zur Folge 142, die ausgestrahlt wird am 27.07. Wir haben heute einen wunderschönen Samstag. Ihr seht schon, der Himmel ist nicht bewölkt. Und wir sehen, dass das Misa Texture Pack installiert wurde. Jo, wie komme ich jetzt zu dem Misa? Der Hauptgrund war eigentlich das Wasser. Bei dem konvertierten Maupis war ja das Wasser so grau. Dann hat mir der Yoshi geschrieben, hey, UFO-Mann, du könntest ja aus dem Misa das Wasser rüber kopieren. Habe ich ein bisschen rumprobiert, habe ich nicht so richtig hinbekommen. Und dann dachte ich mir, bevor du das mal rauskriegst mit dem Hin- und Herkopieren und Mixpack selber machen und so weiter, nimm doch einfach mal wieder das Misa, weil bei dem Misa gibt es jetzt in der 1.6 noch andere Vorteile. Ihr seht schon wieder, es gibt wieder Frauen. Bei dem konvertierten Maupis gab es ja irgendwie nur Männer. Soweit ich das in Erinnerung habe, schon wieder ein paar Tage her, als ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie abgehackt ist hier. Ich habe jetzt den Optifine voll aufgedreht auf alles Mögliche. Super geil. Und es kommt mir irgendwie ein bisschen abgehackt, krisselig vor, aber das war, glaube ich, bei den Maupis vorher auch schon so. Jo, dann hat mir der Minecraft 321 einen Tipp gegeben, wie ich Katzen besser fangen kann. Und zwar soll ich mich doch ranschleichen und die dann füttern. Und vor allen Dingen, wenn man sich ranschleicht, muss man ja warten, bis die Katze auf einen zukommt. Da gucken wir nochmal beim nächsten Mal, wenn wir wieder losziehen, dass wir das dann mal beachten. Und der Treat Original HD, der hat geschrieben, UFO-Mann, das ist doch eigentlich normal. Es dauert schon einige Versuche, bis du dann eine Katze hast. Da kannst du ein bisschen Fisch verfüttern. Deshalb wollen wir beim nächsten Mal dann auch mehr Fisch noch mitnehmen, damit wir zwischendurch nicht angeln müssen. Ich glaube, mal kurz gucken, ich habe ja noch Fisch. Oh, 6 Fisch nur. Mist, da muss ich ja doch angeln gehen. So. Was ist heute los? Ich möchte 2 Schreine noch bauen, die ich versprochen habe. Und zwar einen Schrein für den Jannes SAP21 und einen Schrein für den Pascal oder so. So heißt der Username, Pascal oder so. Ja, und diese Schreine, die werden wir jetzt bauen. Und zwar hier. Ein Dreckschrein werde ich natürlich nicht bauen. Da holen wir uns hier aus unserer Schreinbaukiste mal ein bisschen Schreinbaumaterial. Machen wir das mal so und so. Und oh, wir haben ja nur noch 2 Treppen. Dann machen wir den Schrein mal diesmal ein bisschen abgewandelt. So. Juhu. Ich habe jetzt meine Best-of-Playlist fertig. Da müssen wir dann mal gucken, ob euch die so gefällt. Nee, Quatsch. Nee, ich habe die jetzt einfach mal fertig gemacht. Oh, jetzt machen wir mal hier so einen Kombi-Schrein. Hier an der Seite kommen jetzt diese Schreinfüße ran. So, er sieht jetzt ein
bisschen anders aus als die anderen Schreinze. Aber die sollen ja auch alle verschieden aussehen. Und ich hatte ja jetzt auch keinen Bock. Ach, das ist gemein, weil ich hatte jetzt gar keinen Bock, noch Treppen extra zu bauen. Aber ich denke mal, das ist so auch okay. So. Ja, in meiner Best-of-Playlist. So, und jetzt kommt der Schrein für den Janes SAP 21 Schrein. Herzlich willkommen im Garten der Helden, lieber Janes SAP 21. Und dann der versprochene Schrein für den Pascal oder so. Pascal oder so. Genau. Ups, nicht 7. Schrein. Ah. Schrein. Nein, nicht schrien. Schrein. Okay. Der Pascal oder so. Herzlich willkommen im Garten der Helden. Eine kleine Blume wäre jetzt natürlich auch nicht schlecht. Die ja bei mir jeder bekommt. Der einen Schrein bekommt. Der bekommt natürlich... Die Blumen, die sind jetzt hier im Misa nicht so gut. Aber umso besser sind die NPC-Texturen. Und wir haben jetzt auch die... Weil es schon die fertige 1.6er-Version ist, haben wir jetzt auch schöne Texturen schon für die Pferde. Die war ja bei den Maupis Default, war ja die Textur für die Pferde noch die Default-Textur, weil es nur konvertiert war. So, und dann gucken wir mal. Ach, ich wollte ja ein paar Handelsversuche machen. Erstmal machen wir hier in unsere Schreinbauwerkstatt erstmal das Zeug hier wieder rein, was ich hier erstmal nicht brauche. Und dann gucken wir mal bei unseren... Moment, ich muss mal jetzt für mich, das werdet ihr jetzt nicht hören, die Musik ein bisschen leiser machen. So. Dann wollen wir mal gucken. Ah ja. Den Bürgermeister, mit dem wollte ich eigentlich noch mal kurz sprechen. Unserem provisorischen Bürgermeister. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Ist der im Rathaus. Das ist hier unser provisorisches Rathaus. Könnte natürlich sein, dass der jetzt hier im Misa... Nee, eigentlich eine andere Textur dürfte eigentlich nicht sein. Juhuhuhu. Hier hängen sie auch manchmal rum. Da ist aber keiner. Juhu, die halbe Folge ist schon vorbei und wir haben noch gar... Doch, wir haben 2 Schreine gebaut. Das ist doch auch was Spannendes. So, wo ist er? Der provisorische Bürgermeister. Oder du mit der Brille, du könntest doch Ahnung haben. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Wisst ihr vielleicht, ob es hier irgendwo ein Gebiet gibt in der Nähe, wo ich Pferde und Esel holen kann, damit ich nicht so uferlos weit laufen muss durch den Dschungel, da bis zu dieser Pferdewiese? Meister Ufo, im Norden, weit im Norden, da gibt es eine Wiese mit Pferden. Entschuldigung, Meister Ufo, das schneiden wir später raus. Ihr könnt gar nichts rausschneiden, weil ihr seid nur NPCs. Also im Norden, ja, da gibt's eine Wiese. Und wie komme ich denn da hin? Meine doofe Frage. Meister Ufo, du musst immer nur Richtung Norden. Dann wirst du sie finden. Ja, Meister Ufo, Richtung Norden. Vom Steinbruch aus Richtung Norden. Meine Großmutter erzählte mir nicht vor 100 Jahren, sondern vor... Also damals erzählte meine Großmutter mir von dieser Wiese, wo es so viele Pferde und Esel gibt, wie du dir nur wünschen kannst.
eine wunderbare, unentdeckte Welt. Ah, ja. Okay. Dann belassen wir das mal dabei. Und du? Weißt du was über die geheimnisvolle Pferdewelt im Norden? Ja, Meister Ufo, im Norden, das hat mir der Fleischer erzählt. Und der Fleischer hat's von seiner Großmutter. Und die Großmutter hat's von dem Schwippschwager seines Großvaters erben. Und der wiederum hat es von dem Polizisten, der mit der Mutter der Großmutter zusammen zu Ostern Eier bemalt hat. Okay. Genug Informationen. Du darfst weitergehen. So, also wir müssen nach Norden, sagen die Leute hier. Dann will ich mal versuchen, ob ich hier noch was Schönes handeln kann. Ein Diamant und dafür gibt es was? Erfahrungsfläschchen. Nö, brauche ich nicht. Aber wieso denn nicht, Meister Ufo? Erfahrungsfläschchen sind total cool. Damit kann man Erfahrung machen. Nee, lass mal. Und du? Total günstig. Bei mir bekommst du ein Enderauge und musst nur 7 Smaragde zahlen, Meister Ufo. Das ist doch ein super Geschäft. Also ich würde dir vielleicht 3 geben. Meister Ufo, ich habe eine Familie zu ernähren. Ich brauche mindestens 7 Smaragde. Ich habe fast mein Leben aufs Spiel gesetzt, um dieses Enderauge zu bekommen. Nee, lass mal. Lass mal. Und du, was hast du? Oh, nee. Was hat denn die Nonne? 4 Redstone, 1 Smaragd. Für 15 Schweinefleisch, 1 Smaragd. Entschuldigt bitte, ich habe heute Husten. Ich werde das wohl mal rausschneiden müssen. Okay, und was hast du? Meister Ufo, ein Sonderangebot. Für 1 Smaragd bekommst du 7 knusprige Hähnchen. Ja, ich brauche aber nicht Hähnchen, ich brauche irgendwas Sinnvolles. Aber Hähnchen sind doch sinnvoll. Damit kannst du dich ernähren, Meister Ufo. Lecker, lecker Hähnchenschenkel. Hä? Okay, ich werde dann mal wieder gehen. Es wird mir hier langsam ein bisschen unheimlich. Nochmal den mit der Brille gucken, was der hat. Meister Ufo, Meister Ufo, diese wertvolle Uhr zeigt euch die Tageszeit an, ob es dunkel oder hell ist. Sie kostet nur 11 Smaragde. Ja, 11 Smaragde ist mir viel zu teuer für so einen Müll. Ich habe nämlich selber eine Uhr. Eigentlich. Wo ist denn meine Uhr? Ah, ja, okay. Ja, dich hatte ich ja schon. Okay. Mal die Oma hier noch mal gucken. Meister Ufo, 4 wertvolle Glas. Okay, Glas brauche ich nicht. Und ihr mal mit eurer komischen Werbung. Wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Oh, die Sonne geht unter. Ein Vorteil ist auch jetzt bei diesem Miesast, dass jetzt wieder die Sonne richtig schick ist. Die Wolken habe ich, glaube ich, ein bisschen dezent eingestellt. Und der Sternenhimmel, der ist so super geil. Gehe ich erstmal schlafen, also nach Norden müssen wir. Ich hatte ja überlegt, der sagt vom Steinbruch aus nach Norden. Da ist noch ein Dingsbums. Ein Creeper, ein Wüstencreeper. Ein Wüstencreeper. Cool. So. Da, da, da. Ich
Schnapp-dapp-dei, schnibbeduppei, schnief-nief-nudei, schnief-die-schneif, schnuff-schneif, schnief-schnaffel-schnuff, schniefel-schnaff, schniefel-schnaffel-schnuff. Ach, hier ist der Kompass und die Uhr. Brauche ich jetzt im Moment nicht, weil ich ja jetzt die Minimap wieder habe. Dann lassen wir das mal da drin liegen. Aber ich nehme mal ein bisschen Zeugens hier mit. Ich werde nämlich jetzt nach Norden gehen. Ach, hier habe ich noch eine Diamant. Ne, eine nur. Ach ne, hier habe ich noch die zweite. Oh gut, dann nehme ich erstmal nur die abgekrabbelte mit. Okay, Bett haben wir, einen Sattel brauchen wir. Und dann, was habe ich? Schaufeln, eine Axt, total viele Spitzhacken, unglaublich viele Spitzhacken. Zwei Truhen könnten man mal... Nee, oder? Doch. Bevor die hier rumliegen. Ein Eimer. Ach, Eimer haben wir. Gut, dann nehmen wir die Eimer noch mit. Bogen haben wir. Einen Ofen. Wollen wir einen Ofen gleich mitnehmen? Na, dann nehmen wir noch einen Ofen mit. Und dann nehmen wir noch... Nahrung haben wir eigentlich mehr als genug. Auf jeden Fall Holz mit. Kann nicht schaden. Obwohl wir ja auch eine schöne Axt dabei haben. Und dann wollte ich Schienen mitnehmen. Weil ich mir überlegt habe, man könnte sich ja... Und Loren. Man könnte ja gleich noch das Schienensystem sich dann ausbauen. Und dazu baue ich mir jetzt noch ein paar Schienen. Weil der Plan ist nämlich folgender, dass ich jetzt mit einem... Dass ich jetzt ein Schienensystem vom Steinbruch anbaue. 40 Schienen werden bestimmt nicht reichen, na? Ach so. Machen wir das mal so. Kriegen wir hier eine richtige Menge Schienen zusammen. Ah, okay. Und dann brauche ich noch... Was habe ich hier noch? Sensorschienen ohne Ende. Dann brauche ich noch... wie hießen die Dinger denn? Wie hießen denn die Dinger noch gleich? Antriebsschienen. Baue ich mir noch ein paar Antriebsschienen. Dafür brauche ich ein bisschen Redstone. Und dann brauche ich noch Gold. Da haben wir aber auch mehr als genug von. Und Stöckchen. Stöckchen können wir uns aber auch schnell selber bauen. Es geht ja hier alles schnell, wie ihr wisst. So. Jetzt haben wir hier ein paar Stöckchen. Und dann bauen wir uns noch ein paar Antriebsschienen. So. Da kommt noch Redstone rein. Zack. 30 Stück. Reicht auf jeden Fall. Mehr als genug. Aber da ist natürlich die Frage, ob unsere normalen Schienen auch reichen. Ups. Machen wir uns hier noch ein paar von. Zack. Ach so, da oben habe ich ja noch ganz viele. Oh nein, UFO-Mann. Naja. Wir hatten ja genug Eisen und Pipapo. So. Und unser Pferd werden wir jetzt auch mal nicht mal mit... Nicht... Auch mal nicht mal. Werden wir jetzt nicht mitnehmen. Weil, weil ich ja diese Schienen bauen will. So, und jetzt geht's gleich ab zum Steinbruch. Ein Bett habe ich dabei. Warum ich jetzt das Schwarzpulver mitgenommen habe, keine Ahnung. Oh, das Stroh sieht aber mies aus. Hier seht ihr mal die schöne Textur von dem Pferd. Wir können ja mal kurz reingehen. Und uns das Pferdchen mal angucken. Yeah, Pferd, 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 Pferd
setz dich doch aufs Pferd. Nein, ich wollte das Pferd... Ich wollte das Pferd füttern. Wie kann man denn das Pferd füttern? Der Schwanz hängt schon runter hier. Jetzt habe ich es geschlagen. Ich will es füttern. Schöne Textur, ha? Gut, das kriege ich dann später nochmal raus, wie ich ein Pferd füttere. Es wird mir schon nicht wegsterben. Die Schuh, schnupp die Dei, schnapp die Schnuppi, du, schnupp die Bautz. So, jetzt laufen wir mal ein Stück. Schnapp die Bautz, schnuddel die Dö. Ein paar Meter können wir noch mit der Lore fahren. So. So. Jetzt Juchai. Juchai zum Steinbruch, weil wir wollen uns eine Schiene nach Norden bauen. Yeah, baby. Oh oh. Oh. Hm. Gut. Funky. Oh nö, warum ist denn das? Jetzt kloppe ich hier alles weg, außer die Schiene oder was? Ah nee, ey, was ist denn hier wieder passiert? Du machst mir alles kaputt hier. Alles macht er mir kaputt. So, oder war das einer? Nein, die Diamantspitzhacke ist so geil. Die kloppt mir gleich alles kaputt. Brauchen wir nämlich zwei von diesen. Und den Knopf oben hat sie auch gleich weggemacht, oder was? Okay, geht noch alles. Juhu! Juhu! So, juhu, juhu, juhu! Und jetzt will ich mir eine... Ach, da muss ich jetzt mal meine Schaufel aktivieren. Dass wir hier mal ein bisschen Ordnung reinbekommen. Das geht ja jetzt mit dem... der Diamantschaufel ziemlich schnell. Und dass ich mich dann da hocharbeite. Weil ich will auf keinen Fall, dass jetzt hier so einen geraden Weg mir durcharbeiten, sondern das soll dann ruhig ein bisschen achterbahnmäßig hoch und runter gehen. Yeah, hoch und runter, cool. Ufo, Mann, hoch und runter ist cool. Genau. Und dann fangen wir gleich mal an. Achso, da könnte man natürlich... Hier habe ich einen Knopf dabei. Kein Knopf dabei. Ich brauche auch gar keinen Knopf, weil ich das ja nach meinem neuen System baue. Wo wir dann hier einsteigen können. Da werden wir uns mal noch eine Truhe hinstellen. Wo wir eine Lore reinpacken. So... Schilder habe ich im Moment nicht dabei. Und da packen wir jetzt mal ganz provisorisch eine Lore rein. Sehr schön. Dann brauche ich noch meine Sensorschienen. Dann bauen wir uns mal hier schon mal eine Sensorschiene hin. Eine Antriebsschiene oder zwei. Und eine Sensorschiene. Genau. Und jetzt müssen wir ja... hier wieder einen rausnehmen und eine normale Schiene bauen und dann hier oben oder reicht das dann? So, jetzt geht's hier immer weiter. Juhu, juhu, juhu. Könnte natürlich sein, dass das werden wir ja gleich mal ausprobieren. So. So. Ha. Ha.
Ha, ha, yeah. Ha, ha. Und jetzt geht's hier immer weiter Richtung Norden mit unserer Bahnstrecke. Und wenn's mal hochgeht und mal runter, Ufo-Mann wird wieder munter. So, so und so und weiter, 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 weiter. Oh, es wird dunkel. Wir werden uns mal schon mal vorsichtshalber hier die... Der Titel erinnert mich an die Opernsängerin bei diesem einen Film. Lass uns doch einfach mal jetzt den Sternenhimmel betrachten. Cool. Ich hatte auch das Misa zwischendurch probiert mit einem... Na? Mit dem HD... Nee, MC... Also mit dem HD-Patcher nur. Ohne Optifine. Da war zwar dieses schöne blaue Glas wieder, was ich immer so gut fand. Guck mal, der Himmel wieder. Ah, herrlich. Ah, da krepeln schon die Monster rum. Die wollen wahrscheinlich am liebsten mit meiner Bahn fahren. Aber lasst es. Hier, blutiger Koch, komm her. Oh, hinter mir muss ja auch einer sein, oder? Nein. Jetzt kommen sie schon. Die sollen ja bei der 1.6 ein bisschen cleverer sein, dass sie jetzt schon aus einer größeren Entfernung auch kommen. Wie er da unten, der mich jetzt gefunden hat. Und vielleicht haben wir Glück und sind noch weit genug weg. Ja, überlistet. Tschüss. Oh, der Creeper, den kann ich ja gar nicht gebrauchen. Weil der natürlich nichts anderes vorhat, als mein Ding hier in die Luft zu sprengen. Hallo. Ja, sorry, du. Gut, dann werden wir jetzt mal ein Stück mit der Lore fahren. Das möchte ich jetzt nämlich mal ausprobieren. Ah, nein. Dreh mich gleich um. Ram, 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 ram. War klar, dass der mir hier alle zerstört, dieser Drecksack. Diese kleine Mistmade. Scheiße. Wie kannst du denn solche Worte in den Mund nehmen? Gut. Um das Loch kümmere ich mich jetzt nicht, weil ich will hier einfach nur weiterbauen. Klack. Und will dann mal ein kleines Stück von der Strecke mal probieren. Das wird er gar nicht ja hochschaffen, ha. Jo, Leute, ist manchmal nicht so spannend, diese Gleisbaufolgen. Aber ich hoffe ja, juhu, 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 juhu. Aha, okay. War ja gar nicht mal so schlecht. Das heißt also, können wir so lassen. Schnabbeldiebe. Ufo-Mann, Baby, komm. Pack die Spitzhacke aus, Ufo-Mann. Du bist ein Ufo-Mann. Yeah. Du bist ein Ufo-Mann. Yeah. Ufo-Mann, Baby. Pack doch die Spitzhacke aus. Denn du bist ein Ufo-Mann. Yeah. Yeah. Oh. Und wenn du dann im Norden bist, da warten Esel auf dich, Alter. Das wird richtig geil. Das wird richtig geil. Yeah, yeah. Das wird richtig geil, Ufo-Mann. Wenn du mit deiner Bahnstrecke fertig bist, das wird der Hammer. Der Hammer. Yeah, Ufo-Mann. Yeah, Ufo-Mann.
lass dich nicht schröpfen. Das geht doch ab wie Omas Schmitz Socken. Yeah. Entschuldigt, dass ich euch mit meinem Gesinge fertig mache. Doch ihr wisst, es gibt Dinge, die muss man sich einfach reinziehen, ob man will oder nicht. Yeah, die Folge ist nun schon 30 Minuten lang. Wann hört UFO-Mann endlich auf? Baby, wann hört UFO-Mann endlich auf? Er muss weiter nach Norden ziehen und hofft, dass es was wird. Ach so, hahaha, ob das reicht bis da oben? Ah, hier brauche ich eigentlich gar keine Antriebsschiene. UFO-Mann, es geht ab wie Hulle. Wenn du eine Eisenbahn baust, das ist der UFO-Mann Eisenbahnblues. Richtung Norden, immer weiter Richtung Norden. UFO-Mann, du bist so geil, dass du nach Norden einfach immer weiter baust. Yeah. UFO-Mann, du baust jetzt Richtung Norden, weil du hoffst, dass da Esel sind. Yeah. Oh Gott, ey. Er verliert die Kontrolle, ist an Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Die alte Schnarschnase mit seinem komischen Let's Play-Kanal. Oh yay, Minay. Oh yay. Oh yeah, me nay, baby. So, und an der Stelle beenden wir die Folge. Auf Wiederhören.